Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Gestern habe ich es schon angekündigt im Video. Heute geht es nach Ubud. Das ist ja so ein Städtchen hier, mehr oder weniger mitten in Bali. Es wird sicherlich eine ganz tolle Fahrt dahin werden, weil wir ganz viel durch Landschaft fahren, werden sicherlich auch viele Reisfelder sehen. Und da nehme ich euch doch einfach jetzt mal mit. Viel Freude auf der Fahrt nach Ubud. Look at the cock special for the fighting. Cock special, can help. Yes. It's the Mandur temple. Yeah. Yeah. And here it's the famous temple. Yeah, the public temple. What is that? Yeah, thank you. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Sind wieder zurück in unserem Paradies hier im Holiday Garden Resort.
Es war ein wunderschöner Tag, war natürlich aber auch ein bisschen anstrengend. Und wir sind jetzt froh, dass wir zurückgehen und zurück sind. Ihr merkt, ich bin etwas geschafft. Ich werde mich auch jetzt gleich von meinen Kleidern trennen, werde ein Bikini anziehen und dann gibt es eine Erfrischung im Meer. Aber ich zeige euch erstmal noch, was wir denn gekauft haben. Wir haben natürlich auch ein bisschen Geld ausgegeben. Vor 10 Jahren wäre ich wahrscheinlich zurückgekommen und hätte einiges an Klamotten mehr gekauft. Und jetzt zeige ich euch mal, was wir gekauft haben hier. Es schaut nach Klamotten aus. Aber das sind sogenannte Sarongs. 2 verschiedene Varianten. Der andere schaut so aus, da sind so Pailletten dran. Und zwar nehmen wir morgen an einer Tempelzeremonie statt, an einer Geburtstagstempelzeremonie. Und da braucht man sowas. Also dann muss man, die Ärmel müssen bedeckt sein und man braucht, es wird auf eine gewisse Art und Weise einfach um den Körper gewickelt. Und nur so darf man hier eben auch Tempel betreten. Das ist an Klamotten das Einzige, was ich gekauft habe oder was wir gekauft haben, meine Tochter und ich. Und das Wesentliche, was wir gekauft haben, das zeige ich euch jetzt. Das Allerwesentliche. Schaut mal hier. So ist das besser zu sehen. Das ist die Ausbeute heute von Ubud. Großartig. Das hier sind Bananen. Das sind wirkliche Bananen und die schmecken auch wie Bananen. Das hier ist Drachenfrucht. Und zwar nicht, wie ich sie vorher aus Deutschland gekannt habe, dass die so ein weißes Fruchtfleisch haben mit schwarzen Pünktchen, sage ich jetzt einfach mal. Sondern die hier sind richtig dunkelrot innen, schmecken total lecker. Das hier ist Rambutan. Das schaut so ähnlich aus wie unsere Litschis. Nur die Litschis, die sind ja mit einer härteren Schale. Und genauso schauen die auch innen aus und schmecken auch ähnlich wie Litschis. Dann haben wir hier noch 4 Mangos. Und das hier sind Mangosteen. Die haben so ein weißes Fruchtfleisch. Die schmecken auch total, total lecker. Und hier haben wir noch was, das habe ich bis dato gar nicht gekannt. Schlangenfrucht nennt man es im Volksmund. Das durften wir probieren. Das schmeckt so ein bisschen vanillig. Das schält man einfach. Und ich nehme an, Schlangenfrucht nennt man das, weil diese Haut hier einfach so ein bisschen an eine Schlange erinnert. Ja, und das hier sind Passionsfrüchte. Muss mal gerade einen Moment am Namen überlegen. Passionsfrüchte. Ja. Ja, das war unsere Hauptausbeute aus Ubud. Und da sind wir für die nächsten Tage jetzt tagsüber noch wunderbar versorgt mit super leckeren Früchten. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß auch dabei, uns da unterwegs zu begleiten. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen eine Freude machen mit den Eindrücken, die ich da unterwegs für euch eingefangen habe. Ich schone jetzt nochmal meine Stimme. Meine Kleider tausche ich jetzt aus gegen Badeanzug und dann gibt es einen Sprung ins warme Meer. Ich grüße euch ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, das war die Irmgard.